Ätherische Öle sind aus meinem Leben nicht wegzudenken. Also ich habe früher viel in der Burnout-Prävention gearbeitet und ich habe mich nach Jahren gefragt, wie konnte ich überhaupt jemals ohne den ätherischen Ölen einfach zurechtkommen? Also sie begleiten einfach mein Leben, also ständig. Ihr wisst vielleicht, ich habe selber 5 Kinder. Also meine Jüngsten sind jetzt 20. Aber da ist einfach auch viel Möglichkeit auszuprobieren, viel Möglichkeit. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit in die für mich magische Welt der ätherischen Öle. Und deshalb also ätherische Öle für Körper, Geist und Seele. Manche von euch haben vielleicht schon mit den ätherischen Ölen von Young Living Kontakt. Also die haben wahrscheinlich dann schon einen Schwung von den ätherischen Ölen schon ausprobiert. Und man könnte jetzt meinen, ätherische Öle, das ist einfach so ein neuer Hype. Aber ätherische Öle sind einfach eine wirklich Jahrtausende alte Tradition. Also wir wissen zum Beispiel vom Ayurveda, da war Sandelholz ganz groß. Im Orient war natürlich Weihrauch und Myrrhe ganz groß. Also die ätherischen Öle sind im Grunde genommen ein altes Wissen, das neu entdeckt wurde. Und diese neue Aromakunde verdanken wir dem Franzosen Maurice Gardefossé, der bei einem, jetzt sage ich mal, Laborunfall sich einfach großflächig gebrannt hat und in seiner Not zu einem Lavendelöl gegriffen hat und das, oh Wunder, also wirklich anstandslos sich regenerieren konnte. Da kam natürlich die Frage auf, oh, wenn Lavendelöl das kann, was kann Lavendelöl noch? Und vor allen Dingen, was können die ätherischen Öle generell? Und manche von euch haben vielleicht schon mit Heilkräutern oder mit Kräutern generell Kontakt gehabt, also egal von welchen Richtungen ihr kommt. Also wir wissen, die Pflanze, die haben also Wirkstoffe, die zum Beispiel auf unsere grobstoffliche Ebene wirken. Und eben auch, die wirken über den Duft. Also nicht nur, dass eine Pflanze dann Bienen und Insekten anlockt, sondern die berühren auch unsere, sagen wir, unsere Seele, unsere Emotionen. Wenn wir in dieses Leben starten, dann speichern wir alle Erlebnisse, also wirklich alles, was über die Bühne geht, speichern wir multisensorisch. Also wir speichern das so, wie warm war es, wie hat sich's angefühlt und wie hat's gerochen. Unser Geruchssinn ist unser ältester Sinn. Und das ist schon mal ganz interessant, gerade mal so bei den kleinen Babys geht schon los. Also die Mama will aus der Tür raus und das Baby bekommt schon ganz feuchte Augen. Und in dem Moment nimmt irgendjemand ein getragenes T-Shirt von der Mama und legt es dem Baby auf die Brust. Und es riecht wieder Mama und alles ist wieder in Ordnung. Also so haben wir viele, viele Stationen in unserem Leben einfach aufgezeichnet. Also wenn Düfte in die Nase kommen, wie Vanille, seid ihr wahrscheinlich im Advent bei Omas Vanillekipferl. Wenn Orange euch in die Nase kommt, seid ihr vielleicht gerade bei einem Sizilien- oder Spanien-Urlaub. Wenn Jasmin euch in die Nase kommt, seid ihr bei lauschigen Nächten in Italien irgendwo unterwegs. Also sehr viele Düfte setzen eben bei unseren Emotionen an. Und ein Phänomen, das eben auch in der Medizin bekannt ist und nicht anders, sagen wir, diesen Effekt nicht anders hervorgerufen werden kann, ist, wenn Alzheimer-Klienten einen bestimmten Duft in die Nase bekommen, der sie an irgendein Ereignis von früher erinnern, geht die Tür auf zu diesem Erinnerungsraum. Und die können also praktisch das ganze Ereignis einfach detailgetreu abrufen. Also wirklich so mit allen dabei gewesenen Personen, der Duft ist weg, die Tür geht zu. Und es kann nicht einfach so geöffnet werden, sondern da muss einfach ein bestimmter Schlüssel diese Türe einfach öffnen. Das Interessante ist, jede Pflanze hat natürlich eine Duftpersönlichkeit, die einfach ganz bestimmt wirkt. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel
ja, wir schon irgendwie auch dufttechnisch konditioniert wurden. Also idealerweise haben wir mit den Düften ganz wunderbare Erlebnisse, und Lavendel ist oft so ein spannendes Thema, weil manche haben Lavendel irgendwie so gepackt und sagen, weiß ich nicht, ob das jetzt mein Lieblingsöl ist. Es kann sein, dass zum Beispiel, wenn jemand eine strenge Lehrerin hatte, eine strenge Tante, die einfach früher Lavendel, Seife Lavendel, Eau de Cologne Lavendel, was auch immer, benutzt haben, dann bringt ihr diesen Duft mit diesen Menschen in Verbindung, und wenn die mit dem erhobenen Zeigefinger hinter euch her waren, dann ist für euch Lavendel jetzt nicht Entspannung pur, diese Weite in der Provence, dieser tolle Dufturlaub, sondern ihr würdet sagen, Moment einmal, da wird es erst richtig stressig. Ja? Also das ist schon mal ganz interessant, dass wir natürlich alle das einfach ganz, ganz anders abgespeichert haben. Und das Interessante ist, dass unsere Blaupause, unsere menschliche Blaupause, wir sind auf Natur pur, sagen wir, gepolt. Wir haben uns aber also ziemlich weit von der Natur entfernt. Weil wir sind jetzt nicht nur mit Schwingungen von der Natur umgeben, sondern da gibt es WLAN, da gibt es die Schnurlostelefon, da gibt es vielleicht noch 5G oder sonst noch irgendwelche Sachen, die einfach pulsen. Und wir befinden uns nicht mehr in einem harmonischen, sagen wir, in einer harmonischen Schwingungsebene. Und das Interessante ist, dass zum Beispiel ätherische Öle auch eben Schwingungen haben, und die schicken uns wieder praktisch diese Schwingungen, die unser, sagen wir, vielleicht unser Innerstes so, nachdem sie unser Innerstes so sehen, dass wir einfach wieder schön in die Harmonie kommen können. Also deshalb, ihr kennt das Waldbaden, das einmal vor ein paar Jahren so von Japan her rübergeschwappt ist. Das Waldbaden ist natürlich, wir sind im Grünen, das alleine hat schon mal so einen zentrierenden Faktor. Die Bäume haben Ausdünstungen, und hier geht es eben auch um die ätherischen Öle, weil das ist das Interessante, dass zum Beispiel auch wenn wir mit Baumölen arbeiten, Baumöle im Vernebler, also wenn ihr mal zum Beispiel am Abend ein Baumöl im Vernebler laufen lasst, das euch in den Schlaf begleiten darf, dann steht ihr natürlich völlig anders auf. Also das ist einfach so ein enormer, wirklich einfach enormer Runterberuhiger. Und wir haben einen Riesenfaktor in der jetzigen Zeit, der unsere Gesundheit manchmal ein bisschen herausfordert, und das ist der Stressfaktor. Für mich ist Stress ist der Nährstoffräuber Nummer eins. Und wenn wir irgendetwas machen könnten, um in einer Stresssituation, wo du sagst, man merkt schon, jetzt geht's los, wenn man einfach in so einer Stresssituation eine Duftreise machen könnte, das dich jetzt in die Provence, das dich in die Karibik einfach beamt, und du bist einfach so emotional, weil die Düfte gehen sofort an unsere Emotionen, die gehen vorbei an unserem Denken, du bist emotional ganz woanders, und du kannst einfach in die Entspannung gehen, dann gehen auch wieder so die Ausschüttung von den Stresshormonen lässt nach, dann wird auch nichts so das Nährstoffbankkonto geplündert, und allein das ist mir in der jetzigen Zeit schon ein enorm wichtiger Punkt. Wie können wir mit den ätherischen Ölen arbeiten? Also das eine ist natürlich logischerweise über den Geruch, so kennen wir es. Ihr kennt diese kitschigen alten Filme, wo immer jemand, wenn stressig wurde, mit einem Riechfläschchen parat war. Ja, das war früher, damit die Damen nicht umkippen. Das war vielleicht irgendwie Pfefferminz oder so. Und jetzt würde man zum Beispiel auch mit ätherischen Ölen kommen, das uns, sagen wir, unseren Wohlfühlpegel, also enorm nach oben schrauben. Gleichzeitig geht natürlich der Stresspegel simultan einfach mit runter. Und ihr könnt einfach dann euer Lieblingsöl dabei haben in der Hosentasche. Und wenn du sagst, puh, jetzt wird es aber gleich stressig, ätherisches Öl, riechen, riechen, riechen. Also wir können aus dem Fläschchen riechen. Wenn ihr Öl aus dem Fläschchen nehmt, also nicht unbedingt mit dem Finger drauf, weil wir haben natürlich leichte Verunreinigungen. Also das wäre einfach so, gebt euch einen Tropfen rauf,
riechen und nimm dir Zeit. Also nicht so, ja, riecht gut, fertig, sondern nimm dir Zeit. Also genieß das. Was auch super ist, also für alle, die ein bisschen längere Haare haben, knetet es euch in die Haare, weil ihr habt dann praktisch auch einen super Vernebler. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, weil jedes Mal, wenn du dich einfach ein bisschen hin und her bewegst, kriegst du einfach mal wieder so einen frischen Wind von dem ätherischen Öl. Diese Öle sind jetzt nicht die Öle, die man in ein Duftlämpchen gibt. Also das sind also wirklich super hochqualitative Öle. Wenn wir zum Beispiel so ein Duftlämpchen, wo oben ein bisschen Wasser drin ist und man ätherisches Öl drauf gibt und unten ist eine Kerze, da wird das Öl einfach viel zu heiß. Da reduziert sich einfach mal das enorme Frequenzspektrum und man nimmt, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, man nimmt einfach irgendeinen Kaltvernebler. Da kommt Wasser rein, du gibst das ätherische Öl einfach zu und es wird einfach so in den Raum ausgebracht. Eine andere Möglichkeit, die wir haben, wir können uns zum Beispiel selber Sprays machen. Also hast einfach so einen leeren Sprühflakon. Da können wir zum Beispiel auf 50 Milliliter, vielleicht 6, 8 Tropfen, je nachdem, wie stark ihr es wollt, einfach reingeben. Wichtig zu wissen, Wasser und ätherisches Öl verbindet sich nicht. Also sprich vor dem Sprühen, weil wenn ihr das länger stehen habt, ist oben das Öl. Dann ist es einfach wichtig, einmal ordentlich schütteln und dann könnt ihr nach Herzenlust sprühen. Ihr kennt vielleicht Haushalte, wo in gerade so im Toilettenbereich einfach so die Chemiebombe als Spray irgendwo ist. Das kann man natürlich jetzt komplett umgehen, weil ihr habt einfach euer Naturspur, welches Öl ihr auch immer verwendet, ob ihr jetzt die Frische von Zitrone, Pfefferminz oder irgendwas anderes nimmt, aber auf alle Fälle, hier hat man Natur pur drin. Manchmal freut sich euer Schuhschrank auch über ein bisschen aufpeppen oder eben gerade in der Küche, wenn gerade die Kohlsuppe in der Luft liegt und Besuch rückt an, dann mag man ja oft einmal so ein bisschen aufpeppen und da kann man natürlich diese Sprays einfach sehr, sehr gut verwenden. Was auch eine sehr gute Möglichkeit ist, wir können zum Beispiel mit ätherischen Ölen baden. Hier ist natürlich auch wieder so, Wasser und ätherisches Öl verbindet es nicht. Wir brauchen ein Medium. Ihr könntet jetzt die ätherischen Öle so wie Kleopatra in Milch oder in Honig reingeben und dann dem Bad zugeben, weil das sind auch Emulgatoren. Oder ihr könnt schlicht und ergreifend einfach ein Badesalz nehmen, ein gutes Salz, wo ihr, also praktisch eine Handvoll Salz, wo ihr einfach ein paar Tropfen ätherisches Öl zugebt, also erstmal gut durchziehen lassen und dann einfach dem Badewasser beigeben. Die ätherischen Öle sind stark. Manchmal ist es so, gerade wenn man am Anfang ist, weniger ist mehr. Also startet vielleicht mal mit 2 Tropfen, man kann später immer noch nachlegen, aber wie gesagt, nicht die Öle aufs Wasser tropfen, weil sonst schwimmen die nur an der Oberfläche, sondern immer auf ein Salz. Und manchmal kann man zum Beispiel dann mehr Faktoren zusammennehmen. Wenn ihr gerade so in Magnesiumsalz badet, dann bietet sich das natürlich auch an, das da reinzugeben. Gerade im Sommer, also wenn ihr gerade ordentlich gewandert seid, da ist manchmal so ein Tropfen Pfefferminz auf Salz in einem Fußbad einfach eine richtige magische Angelegenheit. Also wenn ihr für heuer vorhabt, dass ihr einfach großflächig einfach wandern geht, dann auf alle Fälle braucht ihr euer Pfefferminz mit dabei. Genau, ihr könnt ruhig Fragen stellen. Wichtig, ich adressiere die zum Schluss, aber ihr könnt einfach mal schon alles in den Chat rein, dann ist es schon mal so, schon mal abgegeben. Genau. Was sehr viel verwendet wird, ist zum Beispiel ätherische Öle in Bädern. Also wenn man so in die Drogeries reinschaut, da ist zum Beispiel bei den meisten Entspannungsbädern, also das sind so die hochwertigen Entspannungsbäder, die haben zum Beispiel alle Lavendel mit drin. Jetzt ist natürlich noch so, dass bei einem fertigen Bad müssen irgendwo Konservierungsstoffe mit drin sein. Ihr könnt euch das einfach super alles selber machen. Ihr braucht da nicht großflächig irgendwas, sondern einfach Badesalz und los geht's.
Genau, und vielleicht beim Lavendelbad, das ist einfach eine super entspannende Sache. Es sollte nicht unbedingt zwischen Bad und Bett der Krimi sein, weil der relativiert wieder euer Lavendelbad. Genau. Was man natürlich super machen kann, das ist auch, dass man die ätherischen Öle einfach verwendet, um Massagen zu machen. Also ich habe das für mich war das früher immer Standard, also zu Hause, dass ich den Kindern abends eine Ölmassage gemacht habe. Und ich muss dazu sagen, wenn ich Ölmassage sage und ich habe 5 Kinder, dann ist es klar, dass das einfach eine relativ zügige Geschichte ist. Also pro Kind 5 Minuten so über den Rücken drüber gestreichelt, lieb gehabt und gut ist. Und es durfte zum Beispiel dann einfach immer ein Öl gewählt werden. Also manchmal, wo jemand einfach so greift, einfach rein, so gefühlsmäßig, und dann war es immer ganz interessant, welches Öl du jetzt gerade an diesem Tag gezogen hast, ja, was du anscheinend gerade brauchst. Also das ist halt einfach wirklich toll. Ätherische Öle können wir nicht verdünnen mit Wasser, sondern ätherische Öle können wir nur mit Pflanzenöl verdünnen. Also da ist einfach wirklich gut, gerade wenn wir zum Beispiel Massagen machen, also wir haben irgendwie neutrales Massageöl, geben wir es auf die Handfläche und dann einfach idealerweise immer langsam starten, vielleicht 1 oder 2 Tropfen, kann man es einfach auf den Rücken entlang oder man kann auch gut starten an den Fußsohlen, das ist halt einfach eine super tolle Gelegenheit. Und dann gibt es noch ätherische Öle, die haben ein anderes Label, die haben so ein weißes Label im Kontrast zu so einem. Die sind auch als Nahrungsergänzung zugelassen. Die können natürlich in eure Salatsoßen, Smoothies, Desserts, Infused Water, also die dürfen einfach so innerlich eingenommen werden. Manche geben sich's auch in Kapseln und nehmen es direkt als Nahrungsergänzungsmittel. Also alles, was das Herz begehrt, ist hier möglich. Es gibt ein paar Sachen, die man vielleicht wissen sollte über die ätherischen Öle. Es gibt ätherische Öle, die sind heiß. Also wenn wir die pur auf die Haut auftragen, was wir dann eventuell erleben, das ist jetzt keine allergische Reaktion, sondern die sind schlicht und ergreifend heiß auf der Haut, wie zum Beispiel Zimt, Nelke, Oregano, Thymian und ein paar mehr. Wenn ich die auf die Haut auftrage, also das kann ich erwarten, dass einfach so Errötungen eventuell gibt, dass man einfach so das Gefühl hat, oh, das wäre aber jetzt ordentlich warm. Solltet ihr mal ein ätherisches Öl auf der Haut haben und sagen, hoppala, jetzt wird es aber warm. Also diesen Brand kann man nicht löschen mit Wasser, sondern hier brauchen wir einfach ein fettes Pflanzenöl. Einfach drauf und gut ist, ätherische Öle gehören nicht in die Augen und in die Ohren. Manchmal muss man aufpassen, also gerade wenn sich hier jemand zum Beispiel Pfefferminz aufträgt, dass man nicht irgendwie so den Kopf zur Seite legt, wo das dann irgendwie in die Augen reinlaufen kann. Also bitte einfach aufpassen und gerade mit den heißen Ölen einfach danach ans Händewaschen denken, weil es passiert eigentlich regelmäßig, dass irgendjemand mit Oregano irgendwas gemacht hat, versucht sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht zu streichen und hat dann einfach einen roten Fahrer im Gesicht. Also das kaltgepresste Öl drauf relativiert sie wieder in 20 Minuten, aber es ist halt einfach erst einmal etwas unangenehm. Eine Ausnahme bieten die Zitrusöle. Die Zitrusöle, die sind Pressöle aus der Schale. Und sie sind photosensitiv, also alle Zitrusöle. Und also in dem Moment, wo Zitrusöle aufgetragen werden, Achtung, wenn ihr in die Sonne geht. Also auch so jetzt, wenn ihr mal so einen sonnigen Nachmittag erwischt und ihr seid so am Balkon irgendwie so ganz windgeschützt und ihr hättet jetzt Zitrone irgendwie aufgetragen, es könnte eine bleibende Erinnerung bleiben, also erst einmal zumindest für eine gewisse Zeit, weil da, wo Zitrone aufgetragen wird, wird die Sonneneinstrahlung verstärkt und es könnte sein, dass ihr am Abend mit einer Indianerbemalung nach Hause geht. Ja, also die bleibt dann auch ein bisschen. Also deshalb, wenn ihr Zitronenöle, also Zitrusöle oder Mischungen, die Zitrusöle enthalten, auf die Hautauftrag, gebt euch 12 Stunden Abstand zum Sonnenbaden
Und das Gleiche gilt eben auch für Solarium. Und ein Wort noch zu den Zitrusölen. Also gerade die Zitrone. Die Zitrone kann Plastik anlösen. Also wir zum Beispiel die Vernebler, die sind aus Hartplastik, passiert nichts. Aber jetzt habe ich hier so ein Styropor. In dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel einen Tropfen hier rauf gebe, also das könnt ihr erwarten, das dauert gar nicht lang, frisst sich dieser Tropfen rein, also er löst Plastik auf. Und das ist natürlich dann schon so ein Thema. Und ich kann euch sagen, also gerade mit Kindern, die ja mal schnell, brauchen wir schnell Zitrone oder hier oder da. Also sowohl unser Deckel von der Waschmaschine bis teilweise PCs und sonstige Stellen können ein Lied davon singen, dass sie Kontakt mit Zitrone hatten. Also bei Zitrone ist einfach nur darauf zu achten, dass ihr jetzt da nicht irgendwo auf Plastik rumtropft. Muss man schauen, seht ihr das? Sieht man schon? Ja, also es gräbt sich da schon ein bisschen rein. Also wenn wir noch ein bisschen warten, dann hat es wirklich so ein Loch hier durchgefressen. Genau. Und jetzt schauen wir uns gleich mal die Zitrone an, weil die Zitrone ist natürlich ein super frischer Duft. Zitrone ist so ein Öl, das ist einfach, wo man sagt, sozial kompatibel, jeder kann mit Zitrone. Ja? Also weil Zitrone ist in so vielen Reinigungsmitteln, das ist so, Zitrone steht für frisch und für Reinheit. Wo Zitrone einfach wirklich cool ist, zum Beispiel, ich habe einfach gerne, also ich habe verschiedene Sprühfläschchen und ein Tipp. Ihr werdet wahrscheinlich auch verschiedene Sprühfläschchen haben wollen. Label die, also Zitrone eben drauf. Und Zitrone ist einfach mal so ein, wenn man mal ganz schnell einen Raum irgendwie so erfrischen will, so von der Zwiebelrostbraten hängt noch ein bisschen in der Luft oder solche Sachen, da kann man einfach super die Zitrone verwenden. Der Vernebler, also die Vernebler, die dauern ein bisschen. Also sagen wir mal so in 10 Minuten, hat man hier auch ein tolles Geruchsvolumen im Raum, aber wenn es halt schnell gehen muss, es klingelt an der Tür und du denkst, um Gottes Willen, dann ist natürlich super, du hast ein Spray und kannst einfach mal richtig gut durch den Raum gehen. Zitrone ist einfach bekannt dafür, dass es einfach so Klarheit vermitteln kann, dass es einfach super ist, dass es einfach die Konzentration fördern kann. Also es gibt zum Beispiel auch eine Studie von der Universität in Tokio, dass wenn Zitrone in die Raumluft ausgebracht wird, dass einfach die Konzentration bis zu 50% einfach steigern kann. Ich habe selber früher 10 Jahre in Japan gelebt. Also gerade in diesen Großraumbüros wurden früher gerne wurde früher auch gerne die Zitrone mal so durch die Klimaanlage geschickt. Und das Interessante ist, die Öle wirken schon unterhalb unserer Geruchsgrenze. Also man muss jetzt nicht sagen, ah klar, der Chef hat wieder Zitrone reingepackt, sondern es wirkt auch unterhalb unserer Geruchsgrenze. Und Zitrone ist einfach ein super tolles Öl, wenn wir einfach Konzentration brauchen. Du sitzt vor deiner Steuererklärung, ja, und die Gedanken driften irgendwo anders hin. Die Kinder sollen einfach die Hausaufgabe machen. Und man braucht einfach wirklich Klarheit beim Studieren, wo auch immer. Also immer, wenn Konzentration gefordert ist, dann ist einfach die Zitrone super. Meine Tochter hat vor Jahren ein Buch, also da hat sie ihr Gymnasiumzeit abgeschlossen, 1er-Abi, so geht's, und hat damals mit ihren Freundinnen also enorm sich, jetzt muss man schon direkt sagen, gedopt mit Zitrone. Immer wenn es an Schulaufgaben ging, dann waren es alle auf der Toilette und haben sie also überall, wo es nur irgendwo ging, Zitrone aufgetragen, so in Taschentücher rein, die man mal so ganz dezent dann unter die Nase halten kann, weil Zitrone einfach sensationell ist. Das ist so ein, wie wenn es hier oben so einen Hallo-Wach-Effekt hätte. Ja? Also es ist super toll. Es gibt auch Autodiffuser. Also wenn ihr viel mit dem Auto unterwegs seid und ich meine, die einen fahren bei jeder x-ten Raststätte raus und gönnen sich einen Kaffee. Oder wir können natürlich, es gibt so Vernebler, also die steckt man bei der Lüftung einfach rein und die haben innen so Filzblättchen. Ihr könnt auch, wenn ihr einen Filz habt, also ich bin immer super praktisch,
wenn ihr irgendwie so eine Holzwäscheklammer habt und ihr habt irgendwie so einen Filzrest, also den klebt ihr einfach da drauf oder tackert ihn drauf und dann kommen da immer 2, 3 Tropfen Zitrone, steckt ihr bei der Lüftung rein. Magic. Ja, also das ist einfach wirklich, da hat man einfach wirklich eine super gute Unterstützung für die Konzentration. Also das ist wirklich super. Es kann auch gut für die Haut verwendet werden. Also gerade wenn einmal so die Füße sehr kratzig sind, ja, da kann zum Beispiel auch die Zitrone manchmal sehr, sehr gerne hergenommen werden. Was ich auch manchmal gern mache, dass ich zum Beispiel beim letzten Waschgang von der Waschmaschine, aber den müsst ihr halt abpassen, wenn das Wasser gerade reinläuft, dass ich zum Beispiel da gerne mal 2 oder 3 Tropfen Zitrone einfach noch mit reinlaufen lasse, weil das ist halt einfach ein super toller frischer Duft. Ja, also wirklich toll Zitrone. Und wenn ihr Mädchen habt und Kaugummi und lange Haare, kennt ihr diese Kombination, die ist nicht besonders prickelnd, wo ihr dann, wenn es passiert ist, einfach, da muss man meistens einfach die rausschneiden, bleibt nichts anderes übrig, jetzt nicht mehr, weil die Zitrone löst das in kleine Fitzeln auf und dann kann man es mit einem feinen Kamm einfach super rauskämmen. Also es war früher immer das obergroße Drama. Zitrone ist auch super im Haushalt, wenn ihr irgendwelche Aufkleber nicht wegbekommt. Und jetzt Achtung, das macht ihr nicht bei Kunststoffflächen, ja, ist schon klar, weil da ist nämlich dann nicht nur der Aufkleber weg, sondern das, wenn ihr irgendwas am Glas habt und sagt, oh, das geht jetzt nicht gescheit weg, also da kann man also super das verwenden oder wenn die Kinder, also wenn die sich mit Wachsmalkreiden irgendwo bei euren Spiegeln oder Glasflächen ausgetobt haben, das kann einfach also sehr geschmeidig sein, wenn ihr einfach die Zitrone verwendet. Also Zitrone ist auch toll, wenn man mal so ein bisschen so Schwämme habt, wo man sagt, riecht jetzt nicht mehr so prickelnd. Weil man kann das zum Beispiel dann auch über Nacht mit ein paar Tropfen Zitrone in so einem Wasser einfach liegen lassen. Das ist einfach auch wirklich eine super tolle Möglichkeit. Und im Vernebler ist es vertreibt oft so Gewitterwolken im Raum, weil es einfach so eine richtig schöne Atmosphäre macht. Und Zitrone ist auch eins der Öle, die ich einfach in der Früh sehr gerne mache. Also wenn ihr... Die Mamas sind ja meistens, oder die Eltern sind meistens so die Ersten unterwegs. Und wenn eure Familie Anlaufschwierigkeiten haben, also da sind zum Beispiel die Zitrusöle, Zitrone oder Orange im Vernebler einfach super, weil du stehst einfach lieber auf, wenn einfach so eine, ja, so ein angenehmer Duft vom sonnigen Süden einfach da ist. Ja? Also wirklich gute Möglichkeit. So, dann hole ich mal so den absoluten Klassiker raus. Das ist der Lavendel. Also wenn ihr sagt, naja, Lavendel, das war jetzt immer nicht so das meine, dann gebt diesem Lavendel doch einfach mal eine Chance, weil sehr oft wird Lavendel verkauft, der nicht einmal Lavendel ist. Weil der echte Lavendel ist Lavendula angustifolia und sehr oft wird Lavandin verkauft. Also ich glaube, das meiste, was so als Lavendel unterwegs ist, ist einfach Lavandin. Und vielleicht noch ein Thema zu der Güte von den ätherischen Ölen. Es gibt einen ziemlichen Schwung ätherische Öle, die sind so ja, Öle aus der Retorte. Also so wie euer Erdbeerjoghurt keine Erdbeere gesehen haben muss, um nach Erdbeere zu schmecken, so gibt es natürlich auch bei den ätherischen Ölen. Und es gibt so am Weltmarkt sehr viele Güteklassen. Also und muss man sagen, gerade auch die chemisch hergestellten, die kann selbst eine Kennernase eigentlich schon gar nicht mehr unterscheiden. Es gibt viele, die zum Beispiel mehrfach destilliert werden und es gibt nicht viele Firmen, die komplett ausdestillieren, weil wir haben ungefähr nach einem Drittel oder nach einem Viertel, je nach Öl, schon in Quantität eigentlich das meiste gewonnen. In den letzten Stunden kommen dann eigentlich gerade noch wichtige Inhaltsstoffe rein. Also wenn jemand sagt, ja, das Öl habe ich schon probiert, das war es jetzt gerade nicht für mich, dann ist es immer nur ein Unterschied, wo ich sage, gebt dem wirklich komplett ausdestillierten Öl mal eine Chance, weil zum Beispiel gerade Zypresse muss 24 Stunden destilliert werden, dass alle Inhaltsstoffe drin sind. Wenn wir denken, naja,
vielleicht bei 6 oder 8 Stunden wird es nicht großartig mehr, aber die Inhaltsstoffe, gerade bei der Zypresse, weiß man, dass in den letzten 2 Stunden noch ein ganzer Schwung Inhaltsstoffe reinkommen. Also deswegen ein großer Unterschied. Lavendel, das hat uns ja schon der Gerd Fossé vorgemacht, ist so das Öl, das in keiner Küche, in der es heiß hergeht, fehlen darf. Ja? Also ob jetzt das Wärmflaschenwasser nicht in die Wärmflasche getroffen wird, sondern einfach über die Hand oder das heiße Backblech oder was auch immer es ist, da ist natürlich gleich an Lavendel zu denken und einfach an Lavendel pur. Also Lavendel ist so Öl, und ich spreche jetzt auch für diese Qualität, vom Baby bis zur Oma, ein super mildes Öl. Und Lavendel kennt man so als den Tausendsasser unter den ätherischen Ölen. Man hat oft mal gesagt, das ist wie die Schweizer Messer mit vielen Funktionen. Ein Schweizer Messer ist toll, weil es hat ja so viele Möglichkeiten, wie man es hernehmen kann. Und so eben auch für Lavendel. Das eine haben wir schon gehört, dass Lavendel einfach ein super Hautschmeichler ist. Das ist auch toll, also wenn die Gartenarbeit wieder losgeht und die Rosen sind anhänglich, eure Katze hat zugeschlagen oder ihr geht den Jakobsweg und ihr braucht jetzt Streicheleinheiten für eure Füße, da ist natürlich Lavendel so das Erste, also an das wirklich zu denken ist. Also das wollt ihr unbedingt dabei haben. Lavendel ist auch ein super runter Beruhiger, ja. Also ob ihr euch ein Entspannungsbad macht damit oder ihr gebt zum Beispiel am Abend vorm Schlafengehen einfach mal ein paar Tropfen unter die Fußsohle oder am Rücken rauf, vielleicht lasst ihr euch so eine kleine Ölmassage zu machen, so ein kleiner Tipp. Wenn ihr mit eurem Partner spricht und sagt, Schatzi, eine Ölmassage, könnte es sein, dass der dringendst im Hobbyraum verschwinden muss, weil Ölmassage hört sich an wie das abendfüllende Programm. Das hört sich viel besser an für euer Gegenüber. Wie kannst du mal schnell die Öle drauf tragen? Ich würde auf Bayerisch sagen, halt draufschmieren. Ja, das ist immer, ja, geht schnell. Und das Tolle ist, das kann euer Partner, das können auch die Kinder. Und der Vorteil bei den ätherischen Ölen, es hat nicht nur der die Ölmassage bekommt, den Benefit von den Ölen, sondern auch derjenige, der es macht. Ja? Also es kann zum Beispiel sein, dass euer Schatzi, eure Kinder dann weltenruhiger sind nach eurer Ölmassage am Rücken. Und gönnt es ruhig auch mal, also gerade so für eure Kinder, wenn die am Abend etwas schwierig ins Bett zu komplimentieren sind, wo man sagt, Schatz, ich mache dir mal eine Ölmassage. Also es finden es alle gut, muss dazu auch sagen, also selbst meine Großen, wenn ich sage, am Abend magst du Ölmassage, die geht immer. Ja, kuscheln ist ein anderes, aber Ölmassage geht. Ja, und da ist einfach so gerade Lavendel ein wirklich richtig tolles Öl. Ja. Und Lavendel wird natürlich auch gerne zum Beispiel in die Schränke gegeben. Da hat man früher immer so die Lavendelsträußchen reingegeben, die nach dem ersten Sommer eigentlich gar nichts mehr hergeben. Die könnt ihr jetzt alle wieder aufpeppen, weil das hat man früher immer gern bei der Bettwäsche gemacht. Warum? Weil es halt diesen Entspannungseffekt hat. Also ich habe wirklich Bekannte, die machen so eine halbe Stunde, bevor sie schlafen gehen, einmal im Schlafzimmer den Vernebler an mit Lavendel. Und die tauchen dann ein in eine Provence-Atmosphäre, in eine entspannende Urlaubsatmosphäre. Und das ist natürlich dann schon wieder gleich ganz was anderes. Also das ist wirklich so, Lavendel ist ein super, super toller Runterberuhiger. Also wirklich erste Sahne. Genau. Dann nehme ich euch mit zum Pfefferminz. Also wenn euer Tag heute schon ein bisschen lang war und euch gesagt worden ist, also bei der Maria musst du halt unbedingt auch noch reinschauen und du dir denkst, oh Gott, Konzentration, dann ist Pfefferminz genau das Richtige für dich. Weil Pfefferminz, das ist so, ja, also das weckt einfach so das ganze System wieder auf. Pfefferminz hat so diesen super frischen Geruch. Also wenn ich am Pfefferminz rieche, muss ich immer so an die, kennt ihr ja so die Eisbonbons von früher, diese Gletschereisbonbons. Ja, also das hat halt einfach so einen super, super frischen Geruch. Also wenn ihr an Pfefferminz riecht, hast du ja gleich so das Gefühl, es kommt einfach so eine riesige Weite, steht einem zur Verfügung. Also das ist halt einfach wirklich
Ein super, super tolles, super, super tolles Öl. Und es ist so ein Hallo-Wach. Pfefferminz ist super konzentriert und super stark. Wenn ihr normalerweise vielleicht 5 Tropfen von einem Öl in einem Vernebler gebt für so eine normale Raumgröße, dann lasst es bei Pfefferminz 2 oder 3 Tropfen sein, weil es halt einfach richtig stark ist. Also, wo Pfefferminz zum Beispiel einmal gerade interessant ist, wenn man einfach sagt, boah, heute war einfach so viel zu tun und man hat schon so richtig das Gefühl, man weiß gar nicht, wo einem der Kopf steht und dann drückt es vielleicht auch noch irgendwo, dann würde ich mal sagen, mach doch mal einen Tropfen Pfefferminz hier auf die Schläfen, aber jetzt bitte nicht hinlegen, weil nicht, dass euch jetzt dann in die Augen fließt, das ist ein bleibendes Erlebnis. Dann bleibt nur Augen zumachen und jemand rufen, so bringt es mir sofort das Olivenöl aus der Küche. Das müsste dann hier mit so, müsste hier dann drauf. Und wo Pfefferminz einfach interessant ist, verreibt es noch ein bisschen zwischen die Finger, so am Nacken und auf der Schulterpartie einfach auftragen. Großes Glas Wasser und das Leben schaut schon wieder ganz anders aus. Pfefferminz ist kann einfach auch super erfrischen. Jetzt kommt Achtung. Also im Moment sind etwas kühlere Temperaturen angesagt. Und wenn ihr an diesem Tag einfach zeitnah noch aus dem Haus müsst, das ist nicht der Moment, wo ihr Pfefferminz verwendet, weil ihr braucht den doppelt, dreifach, vierfach, fünffach Schal, weil Pfefferminz ist die Klimaanlage aus der Flasche und kühlt runter. Also wenn du gerade Pfefferminz auf den Nacken aufgetragen hast und du bist draußen, also das wird das bleibende Erlebnis wahrscheinlich für euch, wenn ihr den Schal vergesst. Ja, wo Pfefferminz natürlich Magic ist, das ist jeder Sommer, wenn ihr Pfefferminz dabei habt und wo andere einfach schon kurz am Zerfließen seid, dann habt ihr die Klimaanlage aus der Flasche, weil Pfefferminz hat natürlich so eine ultimative Frische und man hat so das richtiges Gefühl, es kühlt einfach das ganze System runter. Was dann auch wirklich nett ist, wenn man so ein Sprühfläschchen hat und jetzt wird es bitte nicht zu konzentriert. Also wenn du so ein 50 ml Sprühfläschchen hast, reichen dir 2 Tropfen. Also manche denken ja mit dem amerikanischen Prinzip, wenn ein bisschen gut ist, ist mehr noch besser. Hier nicht. Also Sprühfläschchen, 50 ml, 2 Tropfen Pfefferminz, du sprühst und du schüttelst und jetzt sprühen, aber bitte nicht im Gesicht, ja, also weil das ist so, wenn Pfefferminz in Richtung Augen kommt, da wird es eng. Und das kann einfach super runterkühlen, kann man über die Arme einfach drüber, mal ein bisschen so am Dekolleté, wo ich es liebe, so gerade an die Beine, was auch wirklich toll ist, also wenn ihr morgens laufen geht und im Sommer hat man so das Gefühl, dass manchmal so die Füße so 2 Schuhnummern größer sind und eigentlich gar nicht so richtig reinpassen. Und in der Früh ist es schon manchmal gar nicht so leicht loszustarten. Ein Tropfen Pfefferminz unten auf die Füße. Und vielleicht nur so ein Hauch in Richtung Waden, Kniekehle und ihr schwebt einfach dahin. Also, weil das ist einfach eine richtig coole Möglichkeit, weil Pfefferminz erfrischt halt das ganze System. Wo ich Pfefferminz sehr, sehr schätze, also wenn ihr wandern oder wenn ihr Berg geht, ihr kennt so die ersten Touren, du hast deine Muskeln jetzt mal wieder mal gespürt, besonders die Muskeln, von denen du schon lange nicht gewusst hast, dass sie überhaupt existieren und du weißt genau die nächsten Tage, wie du die Treppen rauf und runter gehen wirst, du wirst sie spüren. Und das ist der Moment, wo ich heute Pfefferminz sehr, sehr schätze. Also wenn ihr ein bisschen ein kaltgepresstes Öl dabei habt, sonst einfach so wie es ist, einfach so auftragen und so auf die Wadel ein bisschen in Richtung Oberschenkel einfach auftragen, das belebt einfach das ganze System. Jetzt muss ich ein kleines Achtung dazu sagen, es kann so runterkühlen und ich kann mich noch erinnern, also vor bestimmt so 10 Jahre her, meine Kinder waren immer fasziniert, was die ätherischen Öle so können. Das war immer so wie Magic, wie so mit den Feen und Zauberstab und was die alles können. Und es war mal so ein super heißer Sommer und eine Tochter ist verschwunden mit Pfefferminz. Also sie hat dann schon gesagt, also es waren nicht nur 3, 4, 5, 6, 7 Tropfen, sondern es war volles Programm. Und während wir alle mit einem Leintuch da lagen und geschwitzt haben, war sie bibbernd unter der Winterdecke. Also es kühlt halt wirklich enorm runter. Deshalb
lieber erst langsam. Und wir kommen ja immer noch ein bisschen nachlegen, aber nicht halt so das ultimativ Extremprogramm. Pfefferminz ist natürlich auch super, wenn man sich konzentrieren muss. Also du weißt, du musst dich konzentrieren, aber es kommt halt immer so, ja, so ein bisschen so Durchhänger. Also für mich ist Konzentration ist schon super mit Zitrone, aber wenn es schon ein bisschen so in die Müdigkeit reingeht, da ist für mich einfach dann Pfefferminz nochmal so einer obendrauf. Pfefferminz kann man zum Beispiel dann zwischen die Finger verreiben, gerade so am Nacken und in der Trapezmuskulatur auftragen. Also da hast du so das Gefühl, du bist wieder also richtig fit. Vielleicht ein bisschen auf die Handgelenke. Ihr könnt es auch im Autovernebler verwenden. Jetzt kommt das kleine Aber. Ihr wollt jetzt nicht die Lüftung richtig auf euch gerichtet haben, weil wenn Pfefferminz in Richtung Augen kommt, dann seid ihr also mit ziemlich kleinen Augen unterwegs. Also irgendwo anders hinstellen und seid darauf vorbereitet, es wird kühler im Auto, ganz klar. Pfefferminz ist auch ein super tolles Öl. Also wenn ihr gerade in den Bergen unterwegs seid, es ist die super kurvige Strecke und euren Mitfahrern auf der Rückbank, den hängt der Magen schon halb beim Fenster raus, dann ist einfach auch interessant, zu denen mal das Riechfläschchen zu reichen und sagen, komm, mach mal, weil einfach so diese kühlende Frische einfach wirklich das ganze System wieder richtig ordentlich beleben kann. Also da ist es einfach wirklich super. Gut, ich nehme euch mit zum nächsten Öl. Und zwar der Weihrauch. Also wenn ihr an Weihrauch, an Kirche denkt und sagt, mein Gott, das war schon immer schlimm, ich muss schon immer aufpassen, dass ich nicht umkippe. Ja, hier ist eine völlig andere Geschichte, weil dieser Weihrauch ist natürlich ein Destillat aus dem Harz. Also in der Kirche wird geräuchert, völlig andere Geschichte. Und das ist einfach ein Destillat aus dem Harz. Also gerade um Weihrauch ranken sich natürlich enorm viel Geschichten. Also Weihrauch ist auch interessant, wird auch sehr geschätzt, zum Beispiel auf der gesundheitlichen Ebene. Also wenn man da ein bisschen recherchiert, da ist der Weihrauch einfach so die Creme de la Creme. Weihrauch wurde natürlich jetzt schon, sage ich mal, seit Tausenden von Jahren für Meditation und so weiter mit Verbindung nach oben einfach eingesetzt. Und was ich einfach immer so ein richtig faszinierendes Erlebnis finde, wenn jemand so das Gefühl hat, er ist nicht connected, ja, also keine Verbindung nach oben. Ich vergleiche das gern mit den Comics. Ihr kennt diese Comicfiguren, nur eine einzige Wolke in dem ganzen Comic und die ist immer über dieser einen Figur. Ja? Also wenn man sich so vorkommt, als hätte man einfach seine persönliche Wolke, die einfach so diese Connection nach oben einfach ein bisschen stört, da ist es einfach super interessant. Man gibt einfach einen Tropfen Weihrauch auf den Scheitel und du hast wirklich so das Gefühl, als würden sich die Wolken wieder verziehen und man hätte einfach wieder einen super Draht nach oben. Weihrauch ist ein super tolles Öl, also gerade in der Meditation wirklich super. Ich liebe das auch, wenn ich zum Beispiel mal Zitrone im Vernebler habe, dass ich mal einen Tropfen Weihrauch dazu gebe oder mal Pfefferminz habe und ich gebe einen Tropfen Weihrauch dazu. Das ist wie Zitrone und ein Heiligenschein oder Pfefferminz und ein Heiligenschein. Es macht einfach alles noch, gibt dem alles einfach nochmal ein bisschen eine andere Note. Weihrauch ist ein super tolles Öl für die Hautpflege. Also das wird einfach sehr, sehr geschätzt für seine Fähigkeiten, die gute Hautregenerationsfähigkeit zu unterstützen. Und man kann zum Beispiel Weihrauch also super in eine richtig gute Öle-Kombination geben, ob das jetzt Arganöl ist oder auch man kann Weihrauch an Tropfen in ein gutes Aloe-Gel geben, das man einfach so morgens und abends so als Gesichtspflege nimmt. Da ist Weihrauch einfach super toll. Wo ich Weihrauch einfach sehr, sehr schätze, also für meditative Sachen, auch für Yoga, also für alles so Visionssuche. Wenn ihr euer Vision Board macht, nehmt einfach Weihrauch mit rein. Und wo ich Weihrauch einfach sehr gern nehme, das ist immer mal wieder morgens, also wenn ihr in der Früh
auf dem Weg ins Bad euer Kokosöl nehmt zum Ölziehen, ja, das man ja so morgens nüchtern macht, gebt doch manchmal einen Tropfen Weihrauch einfach dazu. Weihrauch macht halt einfach ein super schönes Milieu und da ist einfach Weihrauch super, super tolle Geschichte. Weihrauch kann auch sehr gut zum Beispiel kosmetisch auf irgendwelche Hautunebenheiten einfach aufgetragen werden. Also da ist einfach Weihrauch super, super toll. Und es ist oft einmal so ein Öl, das sagen wir, oft auf der energetischen Ebene Dinge gerade rücken kann, wenn jetzt jemand sagt, ja, irgendwie so am Rücken ist jetzt ein bisschen ungemütlich oder so. Also probiert ruhig einmal Weihrauch, weil Weihrauch halt einfach auch die energetische Ebene einfach adressieren kann, wenn irgendwas einfach nicht ausgeglichen ist. Also da ist einfach wirklich super, super toll. Dann habe ich eine Ölemischung, die nennt sich Purification. In der Ölemischung habe ich jetzt zum Beispiel so das ein Öl, das jetzt hier vordergründig riecht. Das ist einfach Zitronella, also es riecht sehr frisch. Es ist auch Teebaumöl hier mit drin. Und das ist das Öl, das am allerbesten Gerüche neutralisieren kann. Also egal, was bei euch irgendwie in der Luft hängt, das ist das Öl, mit dem man es am besten einfach neutralisieren kann. Ob jetzt da irgendwelche Rauch in der Luft war, ob jetzt gerade frisch gemalert wurde, ob die dampfenden Fußballschuhe irgendwo die Raumluft also beeinträchtigen, ganz egal, was es ist. Also da ist einfach Purification super. Das bietet sich eben auch an als Spray. Und es macht eine super angenehme Raumluft. Also das ist oft mal für viele so einer der ersten Lieblinge. Solltet ihr im Immobilienbereich arbeiten, da ist Purification sehr, sehr geschätzt, weil es natürlich immer, sagen wir mal, einen großen Unterschied macht, wenn jemand in einen Raum, in ein Haus reingeht oder in eine Wohnung reingeht. Was ist das für eine Atmosphäre, für eine Energie und wie riecht sie? Also wenn man da reingeht und sagt, oh nein, also da ist schon wie 10 Jahre nicht gelüftet oder so. Und da ist es einfach sehr, sehr beliebt. Also macht super tolle Raumluft, also wirklich toll. Ich hatte, also in den Jahren vor dem letzten Jahr war ich einfach viel unterwegs, habe viel in Hotelzimmern geschlafen und wenn ich irgendwo reingekommen bin, habe gesagt, puh, ich brauche meine eigene Atmosphäre, ist dann erst einmal mit dem Sprühfläschchen Purification überall ausgesprüht worden und dann war ich wieder daheim. Ja, da hat es einfach wieder gepasst. Purification ist ein super Öl. Also das dauert jetzt noch ein bisschen, aber nur damit ihr es wisst. Also das ist das Öl, das viele Blutsauger nicht mögen, also die Mücken. Also wenn ihr jetzt gerade auf der Speisekarte von den Mücken steht und ihr fahrt jetzt irgendwo hin, wo ihr sehr schnell im Zentrum des Geschehens seid, da ist natürlich super, man arbeitet mit Purification. Ich konnte es verdünnen mit etwas Öl, dass man so die zugänglichen Stellen einfach auftragt. Manche sprühen sich einfach auf, ganz egal wie. Es ist halt eine wirklich tolle Geschichte. Wenn ihr draußen sitzt, der Vernebler reicht dann nicht. Ja, also selbst wenn ihr da mit dem Vernebler so tragt es euch einfach trotzdem auf. Und ich hatte so eine nette Geschichte, wo mein Ehepaar erzählt hat, also der Herr davon, der war halt einfach so des Mückens Liebling. Und jedes Mal, wenn die in die Türkei geflogen sind, also er war halt Zielscheibe immer. Er ist mit Purification dort angekommen, hat es ordentlich aufgetragen, hat ihn nach den ersten Tagen einfach festgestellt, es gibt heuer keine Mücken. Und hat drauf verzichtet. Aber tags drauf musste er dann doch die Realität ins Auge sehen. Er war wieder Zielscheibe. Also es ist nämlich wirklich eine ganz interessante Geschichte. Es spielt sicher die Körperenergie und die Ausdünstung immer mit. Aber es könnte gut funktionieren. Purification wird sehr gerne benutzt bei allen Hundebesitzern. Weil hier geht es um diese berühmte Zeckengeschichte, wo ja sehr oft Frontline eingesetzt wird. Also muss man sagen, wie unser Hund zu uns kam
Und das erste Mal, also wo ich das noch nicht auf dem Radar hatte, wo er der Frontline bekommen hat und uns dann erklärt wurde, jetzt darfst du aber 2 Tage den Hund nicht anfassen. Also erstens mal, wie machst du das mit Kindern? Technisch nicht machbar. Und dann war erst einmal ganz klar, wie toxisch das ist. Und es ist ja nicht so, als würde keine Zecke dann auf den Hund gehen. Also das muss man nämlich auch noch sehen. Und seither ist einfach Purification unser sommerlicher Begleiter und es ist einfach wirklich super. Ja, es ist also wirklich eine richtig, richtig gute Möglichkeit, muss dazu sagen, im Südosten Bayern, also hier ist Zeckengebiet. Also wenn ich hier mit dem Hund rausgehe, ich habe schon ein Sprühfläschchen beim Eingang und da werde ich natürlich sprühe mich ganz genauso ein und wir sind eigentlich. Also mit Zecken kein Thema, Hexens, das krabbelt mir auch nicht, aber das scheint wirklich, wirklich gut zu funktionieren. Wo Purification auch noch richtig interessant sein kann, weil es auf der energetischen Ebene einfach irgendwelche Blockaden gut rausnehmen kann. Also es hilft so ein bisschen wieder in den Fluss reinzubringen. Also ich komme so ein bisschen von der Psychosomatik her, hat jemand etwas gesagt oder hat jemand etwas nicht gesagt, was er gern sagen wollte, dann konnte sich das mal so auswirken, dass jemand was mit der Stimme oder mit dem Hals hat, habe ich etwas hören müssen, das ich eigentlich lieber nicht hätte hören wollen, konnte es auch manchmal was mit den Ohren geben und da kann man zum Beispiel eine Purification vor und hinter den Ohren oder am Hals gut auftragen. Jetzt Achtung, die Sensiblen brauchen hier unbedingt eine Verdünnung. Ja? Und jetzt sagt man uns ja so, jetzt kommt nochmal der volle Winter. Wenn ihr den ganzen Tag in Stiefeln seid, dann ist es ja oftmals so, man steigt abends aus den Stiefeln raus und es ist jetzt nicht unbedingt Blümchenduft, der den Füßen entströmt. Da kann man einfach super in der Früh, bevor ihr überhaupt einsteigt, in die Schuhe, 1, 2 Tropfen Purification unten auf die Füße. Das macht einfach so ein tolles Milieu, dass die meisten Ausnahmen könnten die Regel bestätigen, einfach abends noch aus den Schuhen steigen und es ist angenehm für den Rest der Welt. Ja, also das ist einfach eine super tolle Möglichkeit. Ich habe vorher über den ätherischen Karibikurlaub gesprochen. Und es gibt eine ätherische Ölemischung, die kommt dem ätherischen Karibikurlaub sehr, sehr nahe. Und zwar, das ist eine Mischung, die nennt sich Stress Away. Stress Away hat einen vordergründigen Hauch von Vanille. Stell dir doch mal einfach so diese wunderbare Weihnachtszeit und Geborgenheit mit Omas Vanillekipfel vor. Es ist ein Hauch Limette mit dabei, das macht so dieses Karibik-Feeling. Limette lässt uns kreativ denken. Du weißt, Stress, Scheuklappen, kommt die Limette mit ins Spiel und plötzlich kann man auch noch wieder links und rechts schauen. Also es sind noch viele, viele Öle mit dabei, die alle da reinwirken und so diesen beruhigenden Effekt einfach haben. Es ist ein super, super tolles Öl. Es ist manchmal so der Klassiker in den Büros. Wichtig wäre natürlich, mal sehen Sie, dass sich alle grün sind. Tolles Öl im Vernebler, um mal wirklich so alle wieder so in dieses Beruhigungsniveau zu bringen. Hab dabei entweder Lavendel oder Stress Away so als deine Begleitung, wenn du sagst, jetzt merkt man schon, jetzt steigt das Stresspotenzial, da ist es einfach super. Einfach anzuwenden, weil es schenkt einfach, der Duft schenkt Urlaubsgefühle, schenkt einfach Entspannung. Wo ich es auch einfach toll finde, also wie gesagt, wieder in die Haare geknetet, ist eine richtig tolle Möglichkeit. Manchmal, hier muss man ein bisschen schauen, weil das Öl kann ein paar Farbpigmente einfach haben, deshalb nicht unbedingt auf dem weißen Schal, aber manchmal so auf dem Schal unter die Nase ist einfach auch wieder richtig, richtig angenehm. Und es ist auch ein tolles Öl, wenn du schon weißt, heute wird stressig. Ein tolles Öl mit ein bisschen kaltgepresstem Öl verdünnt als Fußmassage. Magic. Ja. Also richtig, richtig tolle Möglichkeit. Und wir können es natürlich eben auch 1, 2 Tropfen auf ein Badesalz und dann einfach so unseren Karibikurlaub in der Wanne nehmen. Also auch eine super gute Möglichkeit. Jetzt im Winter ist es oft einmal so,
Man isst anders als im Sommer. Man will oftmals, das muss reinhauen. Im Sommer isst du Melone, du isst einfach Früchte, du isst Salat und im Winter oftmals so die richtig schweren Sachen. Also mein Weihnachten und die ganze große Plätzchenzeit, die ist wahrscheinlich schon vorbei, aber es ist halt oft einmal so, wenn es kühl ist, dann will man irgendwas, was reinhaut. Es ist so in unserem Körper so, die Energie geht immer zuerst zur Verdauung und da können wir viel Energie sparen. Also sprich, wenn wir nach dem Essen so das Gefühl haben, boah, die Augen waren größer als der Magen, also man hat sie jetzt einfach völlig überladen, man war irgendwo beim Essen und sagt, oh, das war sehr exotisch, mein Magen, der ist jetzt dann nicht sehr erfreut, was er jetzt bekommen hat, ja, weil wir es gar nicht gewöhnt sind. Das ist das Öl, das du definitiv mit in Urlaub nehmen willst, weil du hast irgendwas von irgendwelchen exotischen Kochtöpfen gegessen und dein Magen sagt, nee, machen wir nicht und schaltet auf Durchzug. Das ist der Moment, wo du dieses Öl dabei haben willst, weil es kann zum Beispiel dann wirklich einfach einen Urlaub retten, weil es einfach super tolle ätherische Öle mit drin hat, die einfach die Verdauung unterstützen können. Also da sagen wir mal so, ein Hauch Ingwer, Pfefferminz, Wacholder, Fenchel, Zitronengras, Anis, Patchouli, Estragon, also eine super tolle Mischung. Und das ist einfach ein richtig tolles Öl, wenn du sagst, wo andere vielleicht einen Unterberg nehmen, ja, da machst du da einfach ein, zwei Tropfen von dem Öl, das heißt DJs. Machst ein, zwei Tropfen von dem DJs einfach auf den Bauch, weil es einfach diese Öle können einfach die Verdauung einfach optimal unterstützen. Das ist einfach richtig gut die Möglichkeit. Auch wenn man merkt, hoppala, man hat so ein bisschen so einen Schnupfen oder irgendwas ist mit im Busch. Das Immunsystem muss einfach unterstützt werden, weil in dem Moment, wo die Verdauung langsam wird, kommt das Immunsystem nicht mit. Ja, also deshalb, da ist einfach super gut, das einfach aufzutragen. Es gibt vielleicht Zeiten, wo man sagt, das Verdauungssystem möchte einfach mal ein bisschen langfristiger unterstützt werden. Da kann ich einfach morgens und abends einen Tropfen auf den Bauch auftragen. Und je nach Bauchgröße mag man es vielleicht ein bisschen verdünnen, ja, dass man es einfach so über die ganze Kugel einfach auftragen kann. Und ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr das in der Früh gern auftragt und dann im Büro jeder sagt, Moment mal, was riecht denn da so? Trag es euch auf die Fußsohlen auf. Also weil die ätherischen Öle sind so kleinmolekular, sie gehen durch alle Zellen und also in Windeseile sind alle Körperzellen gesättigt mit den ätherischen Ölen. Besonders merkt man, also diesen Test könnt ihr gerne mal machen, es muss nur ein reines Pfefferminzöl sein, unten auf die Fußsohlen aufgetragen, das dauert manchmal keine 10 Minuten und du hast den Pfefferminzgeschmack im Mund. Also es könnte auch bei diesem einfach so sein und wenn ihr einfach so unbeobachtet von anderen etwas für eure Verdauung tun wollt, dann könnt ihr es einfach unten auf die Fußsohlen auftragen, also weil das ist einfach eine richtig gute Geschichte. Dann haben wir eine ätherische Ölemischung. Das ist eine Mischung, die nennt sich Thieves. Der Name leitet sich ab von vor Hunderten von Jahren gab es die Pesträuber, die ohne dass ihnen das etwas anhaben konnten, die einfach da überall ausräumen konnten. Und da wurde natürlich gefragt, ja, wie gibt es denn das? Und die waren einfach so gut mit ätherischen Ölen getränkt. Und es gibt ein paar überlieferte Rezepte. Eine Rezeptur ist einfach so diese Ölemischung Thieves. Und im Thieves haben wir jetzt zum Beispiel Zimt, wir haben Nelke, wir haben Zitrone. Achtung, fotosensitiv. Also Zitrone geht es ja nicht. Also nicht irgendwo auftragen, wo ihr in den nächsten 12 Stunden Sonne abbekommt. Es ist auch ein Rosmarin mit drin. Und das ist halt einfach so ein ätherisches Öl, das gute Immunsystem einfach unterstützen kann. Also Zimt und Nelke sind ja so die warmen Öle, die bringen einfach wieder ein bisschen Schwung ins System. Und Thieves ist für mich so ein tolles Öl, wenn man jetzt merkt, man möchte jetzt so die Immunsystem, die Burgmauern einfach für so richtig schön hochhalten, da ist das einfach ein tolles ätherisches Öl, das kann zum Beispiel
abends gut für die Ölmassage verwendet werden, also für die Erwachsenen kaltgepresstes Öl, vielleicht 2 Tropfen und dann einfach am Rücken auftragen, bevor sich was meldet, Erkältung. Also gerade wenn es mit den Bronchien irgendwas ist, da werden immer die Schultern und die Trapezmuskulatur kalt. Und wenn es so mit der Blase und so etwas ist, da wird die Lendenregion einfach kalt. Da könnt ihr ja vorher, wenn ihr das so anfasst und merkt, wo man sagt, lasst doch mal so ein bisschen so das kratzige Handtuch hier mitwirken. Genau, also das ist einfach ein super tolles ätherisches Öl. Genau, jetzt muss ich noch hier mit reinschicken. Die ätherischen Öle generell sind für die gesunden Menschen. Wenn jemand schwanger ist, dann gibt es bestimmte Öle, die man hier nicht verwendet. Und auch das Sieves ist ein Öl, das in der Schwangerschaft nicht verwendet wird. Also wenn jemand schwanger ist, wenn jemand irgendwie unter Medikamentation steht, definitiv, also jetzt muss ich natürlich sagen, fragen Sie Ihren Arzt und Heilpraktiker. Also der weiß dann idealerweise, was zu tun ist. Also da unbedingt einfach nachfragen. Aber ich glaube, das ist einfach schon klar. Sieves ist ähnlich wie DJs ein schönes ätherisches Öl, das wir aber bitte immer nur verdünnt zum Beispiel auch auf die Fußsohlen auftragen können. Wenn ihr mit Sieves unterwegs seid, also die Leute werden euch fragen, wo ihr die Weihnachtsplätzchen gelassen habt, weil es riecht nach Weihnachtsplätzchen, ganz klar. Also Zimtnelke, wir sind hier mit Weihnachtsgeruch unterwegs. Ihr könnt es auf die Fußsohlen auftragen. Also da weiß niemand von eurem Geheimnis und auch hier wieder auf die Füße einfach verdünnen. Sieves ist super schön im Vernebler. Ihr könnt Sieves auch kombinieren, beispielsweise mit einem Hauch Zitrone. Zum Beispiel nimmt man 3 Tropfen vom Sieves, 2 Tropfen einfach Zitrone, dann ist das einfach so ein bisschen leichter und ein bisschen heller. Es sind einfach super tolle Öle. Ah, vielleicht noch ein kleiner Punkt. Warte noch eine Minute. Wenn Babys mit im Raum sind, da muss man auch aufpassen. Also gerade so bei den Kleinen, bitte erkundigt es euch dann immer. Genau. Gut, also es ist ein super tolles Öl. Dann haben wir eine Ölmischung, das ist das Copaíba. Copaíba kommt aus Brasilien und ist damals, also ist früher so, gerade so bei den Eingeborenen im Amazonasbereich einfach benutzt worden für alles. So wie der Weihrauch im Orient, vom alles, vom Großzeh bis zum Kopf, für was auch immer es ist, verwendet wurde, so ist Copaíba gerade so im mittelamerikanischen Bereich einfach oder im südamerikanischen Bereich Copaíba für alles verwendet worden. Also man weiß zum Beispiel auch, dass manche Tiere die Kopalbäume einfach zerlegt haben, um an dieses begehrte Kopal zu kommen. Es ist ein ätherisches Öl, das einfach manchmal wie ein Verstärker wirken kann. Also wenn ich das nach anderen ätherischen Ölen einfach auftrage, dann ist es fast wie so ein bisschen ein Verstärker. Es ist einfach so ein ätherisches Öl, das alles so ein bisschen in Watte packen kann. Es ist toll für die Unterstützung für die Gelenksgesundheit. Man kann das auch bei Meditationen einfach verwenden. Es ist ein tolles Öl für die Hautpflege. Es ist ein super mildes Öl und man kann das wirklich also für jeden pur einfach verwenden. Man kann einen Tropfen einfach in eine Creme mit rein, also für alle. Einfach ein super, super mildes und wunderbares ätherisches Öl. Dann habe ich noch eigentlich drei. eine Ölemischung, die nennt sich das Panaway. Also man könnte sich schon denken, dass das eigentlich von Pain Away sich einfach ableitet. Bei dem ätherischen Öl Panaway, also wenn wir das Öl Panaway riechen, würden viele sagen, das riecht ja eigentlich wie beim Arzt. Da ist ein starkes ätherisches Öl drin, das ist das Wintergrün. Also was so riecht, ist das Wintergrün.
Interessanterweise habe ich schon einige Jungs gehabt, die haben gesagt, boah, das riecht wie der Hubba-Bubba-Kaugummi. Und die fanden das einfach total cool, einfach nur dieses Öl zu riechen. Die meisten, das ist so ein Öl, das wird eigentlich klassisch nicht im Vernebler gegeben, sondern das wird da aufgetragen, wo man es einfach braucht. Ich sehe das Öl Panaway einfach so, das hat Inhaltsstoffe, da ist das Wintergrün, es ist die Strohblume mit drin, das sind einfach so die wichtigsten Stoffe hier mit drin. Und gerade so die Strohblume hier, das ist so wie ein Öl, das einen energetischen Schock aus dem System nimmt. Also das ist so Finger in der Tür, auf die Knie geknallt oder so, das ist also alle Dinge, wo es einfach irgendwie einen energetischen Schock gegeben hat. Und in dem Moment, wo zum Beispiel das ätherische Öl Panaway ins Spiel kommt, kann einfach so dieser energetische Schock einfach schon mal gleich rausgenommen werden und einfach der Körper kann einfach super toll in Regeneration gehen. Also ob es jetzt der Finger ist oder die Knie, was auch manchmal ganz interessant ist, das zum Beispiel als Massageöl verdünnt für Omas Finger einfach zu nehmen. Also das ist einfach so für alle, naja, Gelenke und für den Bewegungsapparat, also wo man einfach Unterstützung möchte. Gerade für Menschen, die jetzt zum Beispiel mit einem Rucksack unterwegs waren und sagen, oh, da brauche ich jetzt Unterstützung für meine Trapezmuskulatur. Auch hier ist es einfach super. Es ist also ein Öl, also nicht für Schwangere und für Kinder unter 2 gedacht. Und es ist halt wirklich ein super tolles Öl. Also wenn man dem noch eins oben draufsetzen möchte, da wo man sagen, okay, dann kann man danach eventuell noch ein oder zwei Tropfen Pfefferminz draufgeben. Das wäre jetzt zum Beispiel eine richtig gute Möglichkeit. Das ist also ein Öl, das man auf die Fußsohlen einfach, also in die Füße generell einfach reinkneten kann. Also wenn man mal so einen ordentlichen Marsch hinter sich hat, da kann das nämlich auch eine richtig gute Möglichkeit sein. Und jetzt kommt so eine Sache, also weil ich arbeite im Zahnbereich, das wissen vielleicht manche von euch. Und hier ist mir gerade, wenn zum Beispiel irgendwie tief gebohrt wurde oder es ist irgendwie ein Implantat gesetzt werde oder ein Zahn musste extrahiert werden. Also das ist nicht nur ein kleiner Schock fürs System, sondern das ist eigentlich so ein größerer Schock fürs System. Das ist einfach so ein oftmals so schillernd in allen Regenbogenfarben und so weiter und so weiter. Und meine Empfehlung ist dann immer, die beiden dabei zu haben. Kaum ist man aufgestanden, kommt schon mal Weihrauch. Das ist schon mal so energetisch. Wir harmonisieren wieder das System und dann lasse ich einfach die beiden im stündlichen Wechsel einfach die ersten beiden Tage einfach auftragen. Das ist das Panaway und den Weihrauch, weil es einfach so auf der energetischen Ebene dieses Gebiet wieder harmonisiert. Man möchte gar nicht glauben, also wie viele Klienten also sich melden von einem Zahn, der anno dazu mal gezogen wurde und das energetisch nicht geregelt wurde. Dass das einfach später einfach irgendwelche Themen sein könnte. Manche regeln das einfach super, aber man konnte es einfach zusätzlich sehr gut, zum Beispiel mit der Kombination von Weihrauch und Panaway einfach regeln. Dann haben wir ein ätherisches Öl, das super für die Atmung ist. Ich muss dazu sagen, Panaway und dieses Öl RC, das hat ganz viele Eukalyptusöle drin. Die sind erstens schon mal nicht für Kinder unter 4 Jahren gedacht. Und man schaut vielleicht so, dass man einfach für die kleineren einfach andere Öle, einfach mildere Öle verwendet. Warum? Weil wenn ihr zum Beispiel einen Tropfen Eukalyptus riecht, du hast das Gefühl, plötzlich kriegt man einfach so Luft. Für Kinder ist dieser Effekt, plötzlich mehr Luft zu bekommen, das ist einfach viel zu viel. Also das Öl RC hat verschiedene Eukalyptussorten mit drin. Es hat Majoran mit drin. Majoran ist bekannt, dass es einfach die Muskeln schön entspannen kann. Und da ist es einfach eine richtig tolle Möglichkeit, dass zum Beispiel man abends für das gute Durchatmen, zum Beispiel auch wieder in Verdünnung mit 2 Tropfen RC, sich das hinten auf den Rücken auftragen lässt, so zwischen die Schulterblätter.
wenn ihr da hinten zwischen die Schulterblätter so angenehm ist, also man, das riechst ja nicht von hinten, aber du fühlst es einfach, dass das schon super angenehm ist und man kann einfach nur ein bisschen davon einfach auf die Brust auftragen, dann hat man so unter die Nase und einfach so angenehme Öle einfach so einzuatmen. Also das ist halt wirklich eine tolle Möglichkeit. Und der Vernebler darf auch beim Schlafengehen neben dem Bett stehen, weil es einfach eine richtig tolle, angenehme Atmosphäre macht. Also weil es fürs gute Durchatmen einfach richtig gut unterstützend ist. Und die Vernebler, die schalten sich ja dann von selber ab, also wenn dieses Wasserreservoir einfach erschöpft ist. Und das ist zum Beispiel, das Öl kann euch auch gut begleiten, wenn ihr irgendwo im Sommer, ob ihr jetzt Trekking geht oder so als Flachländer, ihr in die Berge einfach fahrt und man ist irgendwie dann weiter oben und sagt, hoppala, jetzt wäre Luft ganz gut, dann ist einfach so diese kühlende Frische von dem Eukalyptusöl halt richtig angenehm, weil das suggeriert einem halt schön, also dass man jetzt richtig gut und schön durchatmen kann. Wo ich das Öl RC auch wirklich sehr, sehr schätze, das ist zum Beispiel, wenn man jetzt so gerade so die gute Atmung richtig gut unterstützen möchte, einfach abends vor dem Schlafengehen nochmal zum Beispiel so abendliche Ölmassage, ein paar Tropfen davon mit kaltgepresstem Öl einfach auf dem Rücken aufgetragen. Da ist immer interessant, gerade so der obere Rückenbereich. Und da ist es einfach super, super angenehm. Ja, also richtig tolle Möglichkeit. Und man kann natürlich die Füße, können wir immer mitnehmen. Die Orange, also selbst wenn das jetzt als Nahrungsergänzungsmittel deklariert ist, aber wir können es natürlich im Vernebler geben. Orange ist das Öl gegen den Winterblues. Also wenn bei euch alles grau und grau ist und du sagst, boah, es geht dir auf den Zeiger, dann ist das Öl, das du in der Früh schon in Vernebler reingibst. Du stehst auf im sonnigen Süden. Das ist so das Öl für mich, das sagt Lichtschalter an. Ja, das ganze System wird einfach wieder erhellt, mit Licht geflutet. Es ist so das Öl, das einfach, es macht gute Laune, es ist ein Happiness-Öl, also es schenkt einfach Fröhlichkeit. Und das Schöne ist einfach zum Beispiel auch, wenn wir an diesen Ölen riechen, dass einfach Moleküle in unserem Geruchsgehirn ankommen und dann können auch Botenstoffe ausgeschüttet werden. Und wo ich mir die Wirkung von Orange gerne zunutze mache, ist, wenn es um Süße geht. Also gerade in meiner Arbeit bei der Zahngesundheit, da gibt es ja solche Kandidaten, die haben eine sehr große Süßaffinität, ja, und sie wissen es auch und sagen, es ist schwierig, daran vorbeizugehen, ja, also wenn jetzt mal gerade so der magische Ruf von der Schokolade kommt und man von der so in den Bann gezogen wird, ist es einfach schwierig, da einfach auszusteigen, aber ihr habt ja jetzt Orange. Also mit Orange ist es einfach wesentlich leichter, weil in dem Moment, wo ihr den Impuls süß bekommt, holt erstmal die Orange. Holt erstmal die Orange, gebt euch die eine Minute riechen, 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 entweder aus dem Fläschchen oder du trägst das einfach auf. Riechen, riechen, aufpassen, gell? Keinen Kontakt, weil die Orange und Sonne, ihr wisst Bescheid. Und es kann schon sein, dass du die ersten Tage 10 Mal rausholen musst, aber es wird dann ab Tag 2 oder also ab Tag 3 wird es einfach wesentlich leichter. Orange ist halt einfach wirklich so ein geniales Happiness-Öl. Also das ist wirklich von den kleinen Kindern bis zur Oma, das Öl, das macht einfach gute Laune. Ja? Also wenn jemand irgendwie so die Mundwinkel nach unten gezogen hat, dann schau einfach, dass du ein bisschen Orange in die Raumluft reinbringst. Und das ist halt einfach wirklich super tolle Möglichkeit. Das Orange Plus dürfen wir eben auch als Nahrungsergänzungsmittel verwenden. Und es ist wirklich sensationell, was das für ein Geschmacksvolumen hat. Also Rezepte, wo Orangenschale, so also ein bisschen Orangenschale, da haben ja oft die Kinder so, oh, Fitzel sein im System, ja. Also das braucht es jetzt nicht mehr, weil ihr habt jetzt die Orange, nur geht echt sparsam damit um. Also ich habe mir gerade gestern wieder in meinen Salat einfach, ja, also es war schon eine Riesenschüssel,
drei Tropfen reingegeben, das war einer zu viel, definitiv einer zu viel. Ja, also da ist lieber klein anfangen, vermischt das mit dem Öl. Also nicht so oben drüber dann, ja, also mit dem Öl einfach vermischen und dann einfach so eure Salatsauce einfach beigeben. Es ist wirklich, das ist so dieses Wow-Geschmackserlebnis, das man einfach selten bekommt. Also es gibt ja ganz viele von diesen Plusölen und das kann man natürlich jetzt einen Tropfen Orange in einem Dessert. Wow, also das ist also wirklich super toll, was man einfach da für Möglichkeiten hat in eure Energiekugeln, wo auch immer ihr das reingeben wollt, ist einfach eine richtig tolle, tolle Geschichte. Genau, das sind jetzt so, sagen wir mal, ein Großteil von den Ölen, die also im täglichen Gebrauch also sehr, sehr viel vorkommen. Ja, also da ist wirklich so, für jeden was dabei und wenn ihr Kinder habt, werdet ihr sehr schnell feststellen, dass das gar nicht lang dauert, bis die sagen, ich will meine eigene Zitrone haben, ich will mein eigenes Pfefferminz haben und so weiter und so weiter. Also es geht relativ schnell und die werden euch auch sehr schnell überzeugen, dass der Diffuser in ihrem Zimmer besser aufgehoben ist. Ja, also das geht auch relativ schnell. Wenn ihr Lust bekommen habt auf die ätherischen Öle und ihr wurdet jetzt hier eingeladen, weil jemand gesagt hat, also diesen musst du jetzt unbedingt einmal anhören. Wir haben eine große Gruppe, wo wir die Anwendung von den ätherischen Ölen einfach vermitteln. Das ist ja oft so, wenn man irgendwie in einer Situation ist und sagt, oh, könnte ich das Öl hier verwenden? Wäre das jetzt passen und wie viel und wie mache ich das? Also wir haben hier WhatsApp-Gruppen, wo wir einfach so einen richtig guten Austausch haben, so ihr Frage-Antwort. Und wir haben also jeden Monat zu irgendwelchen Themen, besondere Themengruppe, manchmal Gelenke, Zahngesundheit, alle möglichen Themen jetzt oder wie man einfach den Energiepegel nach oben bringt oder Organsprache, also ganz, ganz viele Themen. Es gibt von uns einen ätherischen Newsletter, der zweimal monatlich kommt mit ganz vielen Anwenderhinweisen und die Aktiven, für die haben wir auch noch eine Tagesbotschaft von Montag bis Freitag. Wenn euch die ätherischen Öle jetzt super ansprechen, also wir arbeiten mit den ätherischen Ölen von Young Living. Wenn man sich bei Young Living meldet und will sich dort die Öle selber bestellen, werden wir immer mit einer Person verbunden, die einem die Anwendung näher bringt. Wenn ihr sagt, das hört sich jetzt super cool an, in diese Gruppe will ich, dann meldet ihr euch, dass ihr auch in unsere Gruppe kommt. Wir haben jede Woche, also jeden Montag auf alle Fälle und sogar noch manchmal mehrfach im Monat viele Webinare zu allen möglichen Themen. Also ihr seid sehr, sehr herzlich dazu eingeladen. Es freut mich riesig, dass ihr bei uns heute vorbeigeschaut habt. Es freut mich riesig, wenn wir uns wiedersehen. Und es hat mich riesig gefreut, dass ihr dabei wart. Und wünsche euch einen duften Abend und eine dufte Zeit. Bis dann. Alles Liebe. Tschüss.